lowly tarnished. Playing as a lord, I command thee. Neben roten Gebiet. Ach, den habe ich gar nicht gemacht. Glaube ich. Aber im Untergrund. Gefangen in einer Transporterfalle. Topf, Lilie, Topf, Buch hier, ne? Ja, schon wieder 3,5 Stunden, ey. Zeit vergeht immer viel zu schnell in dem Spiel, ey. But I love it. Wobei man dazu sagen muss, du warst nicht so hoch gelevelt, als du da warst wie ich. Das kann gut sein. Zack. Gib mir Hebel. Ich glaube, wir hätten den auch. Ne, wir hätten den nicht direkt holen können. Ja. Aber wenn ich merke, dass es einfach ein Boss momentan noch sehr schwer für mich ist, dann. Tue ich mir da keinen Zwang an und markiere mir den einfach für später. Ich glaube, jetzt können wir zum Boss, ne? Hier, ich setze mich nur kurz nochmal an den Ort der Gunst. Jep, jep, jep. Und dann jetzt ab, dann jetzt ab. Oh, Apfel hat's hier schon? Bevor wir hier reingehen, ich würde mal Tatsache so ein Ding hier craften wollen. Eins von den Paminierflaschen. Ja, ne? Verteilt Funken, Angriffskraft. Sturm, Giftnebel, Giftnebel, Raserei. Machen wir mal Raserei, oder? Was macht denn Raserei? Nächstes Mal Angriffskraft und Ausdauer und auch den littenen Schaden. Machen wir einfach mal. Das. Und benutzen. Da ist die. Oh, der Schaden ist aber gut. Wow. Aua, okay, wir kriegen aber auch mehr. Boah, ist der Schaden aber krass danach. Merken wir uns mal 831. Asche der Kriegergefäße. Nice. Dann mit dem Buff 766. Jetzt lassen wir noch den anderen. Ja, komm. Mach, dass er weggeht. Jetzt ist er weg. 693 danach nur noch. Au. Au, 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 au. Cool. Wir haben bekommen. Achso, Asche, ne? Da. 100. Wait, die kosten LP. Asche, der noch Geister verweilen. Hiermit ruft ihr die Geister von 3 lebenden Gefäßen. Die Beschwörung verbraucht LP statt FP.
Diese waghalsigen Geister opfern sich, um die Feinde ihres Beschwörers zu besiegen und explodieren beim Tod. Ihre Tapferkeit ist zwar bewundernswert, doch ihre Explosionen schaden Feind und Freund. Die Gefäße explodieren beim Kontakt mit Feuer sofort. Sagt allen, wie lichterloh Feuergefäße brennen. Aber auch eine mit LP. Nice. Ja, wir haben den Imitator, aber sonst haben wir, glaube ich, alles mit FP jetzt, bis auf die Gefäße auch, oder? Zu gucken. Imitator, der kostet halt sau viel LP. Oh. Ja, den meine ich. Der Imitator ist viel zu stark, du. So, nice, dann sind wir hier fertig. Yes! So, wir setzen uns noch einmal ran hier. Yep, yep. Annele. Was? Was denn? Hatte eine blaue Asche gefunden, aber keine Ahnung, was das sein soll. Probier doch einfach aus. Wenn du es kannst zumindest. Geht ja auch viele mit viel zu viel FP-Dingens. Also, stimmt, die Gefäße sind so ein bisschen. Ne? Ja. So, dann lass mal nach da oben und lass da direkt auch noch einen Boss legen, ne? Warum nicht? Gib mir die Lilie bitte noch. Danke. Aber auch nicht mehr FP wie du, hab 100. Ich hab 106 inzwischen. Ich hab noch einmal reingeskillt. Ich glaube, wir gehen auch generell jetzt ein bisschen auf FP. Weil ich auch so ein bisschen Magie-Sachen nutze. Deswegen. Guten Tag, der Herr. Drachenbaumwächter. Oh mein Gott. Oh. Ja, ich mag die Waffe. Große Drachenkralle und Drachenklauenschild. Der, was? Nur wegen Oleg, der Hund, an dem hing ich damals ewig, als ich nicht weiterkam. Ich hing auch sehr, sehr stark an dem gerade, Basti, wie du gesehen hast. Aber ich glaube, ich hatte auch gerade gute Sachen gegen den. Sagen wir es mal lieb so. Müssen den Gegner ja nicht kleiner reden, als er ist, ne? Stärke, Geschicklichkeit mit Blitzschaden. Wow, Waffen sind cool. Diese Waffe wurde angeblich aus der Kralle eines großen, uralten Drachen geschnitzt. Sie stammt von den grotesken Baumwächtern, die immer noch den Erdenbaum dienen. Die Kralle ist in Blitze gehüllt und zerfetzt mühelos die schwachen Nachfahren der mächtigen Drachen. Beharren, verändert eure Haltung im Boden, sammelt alle Kraft, um euer kurzer Gleichgewicht zu stärken. Während ihr die Slane verwendet, erleidet ihr weniger Schaden. Okay. Und dieser Großschild wurde angeblich aus der Kralle eines großen, uralten Drachen geschnitzt. Ja. Er stammt von den grotesken Baumwächtern, die der Schild ist von Blitzen erfüllt. Coole Sachen. Cool. War ja auch mit Level 60 oder so, ja? Mit Level 60, da war ich noch im Anfangsgebiet, du. Du bist ja am Speedrun gefühlt. Ja, ich war mit Level 3, bei Rodan. Hab den mal kurz geklatscht, den Jungen. Man kennt's. Jeroen. Genau, ja. Ja. Boah, ist das alles hübsch. Aber der Gegner war sehr hübsch. Leider konnten wir nicht so viel von ihm sehen, weil ich ihn halt komplett zerberstet habe. Problem ist halt, diese Waffe hier, die ich habe, ne? Die
das Schüreisen des Todes, das macht so viel Schaden, wenn die Gegner in, dieser Flamme drin stehen bleiben, also in der hier. Wenn er einmal den Angriff machen, dann kommen so Flammen auf den Boden, die machen so viel Schaden. Oder ich kann auch das hier machen und dann mit dem starken Angriff hinterher und dann explodiert das und macht einmal so ein Burst Damage. Was jetzt nicht so stark ist, aber cool aussieht. Aber dieses Feuer auf dem Boden, wenn die Gegner drin stehen bleiben, kriegen die so einen Schaden. Deswegen ist das einfach böse. War danach nochmal bei Rodan im Gebiet. Ja, wir haben beim Rodan haben wir noch einen Dungeon gefunden. Und halt so einen Ultra-Riesen, der viel zu viel Leben hatte. Der Aufstieg geht noch nicht, aber fast. Selbst der Doppelgänger hat dem ins Gesicht gespuckt. Mein Doppelgänger ist auch viel zu stark. Der ist plus 10, der soll auch so viel Schaden machen. Wo hier sind wir? Also im Schloss? Ah ja, okay. Hier würden wir halt in die Stadt reinkommen, ne? Ja, ja. Ich weiß nicht, ob ich durch den Haupteingang will oder hier durch den Seiteneingang. Gucken wir mal im Seiteneingang hier, ne? Guten Tag! Okay, ja, jemand den Weg versperrt. Ich möchte eigentlich auch noch viel länger weiterspielen, aber wir können leider nicht mehr so lange machen. Ist schon spät. Okay, gehen wir einfach mal hoch, gucken, ob hier unten was ist. Ne, sieht nicht so aus, okay. Hier sieht es noch relativ bewohnt aus. Magiefett. Hallo, Hallöchen. Ist hier jemand? Fingermedizin. Gucken wir mal weiter. Das sieht ja schon wieder ein bisschen aus wie ein Boss, ne? Okay. Mal hier runter. Kommt nicht. Das ist auch direkt wieder ein Ort der Gnade anscheinend. Gehen wir mal ran. Halli, Hallöchen. Na? My utmost thanks for bringing me to the base of the Erdtree. Here, I can govern my own movement and thus the accord is fulfilled. Können wir jetzt nicht mal leveln? To ascertain the purpose I was given. Farewell. I shall leave Torrent and the power to turn runes into strength. Wir können immer noch leveln. Ja, ja, komm, verbiss dich, Melina. Ja, ja, komm. Ganz gehen, Melina, denn wir haben inzwischen eine neue Waifu. Dich brauchen wir nicht mehr. Bock, was ist denn los? Master, did you see it? The Erdtree. I don't really have the words for this, but I was so dazzled. I felt something stir in my breast. The Erdtree is waiting for you, Master. I know it, I do. I feel it in my bones.
Oh. Going so soon? Please do be safe on your. Warum ist er hier? Bock ist so ein komischer Chaos. Lendl, königliche Hauptstadt. Die haben einfach Dächer aus Gold. Ah. Bisschen sehr rich, ne? Was seid ihr? Dieser Gegner. Wait. Das sieht mal saugeil aus, dass der Erdenbaum auch noch in der Mitte so gespalten ist und da gibt es so einen Weg rein. Das sehen wir ja erst von hier. Das ist ja geil. Und da ist der Drache. Da ist irgendeine Waffe. Cool. Interessante Gegner.